Kompost drin, wo ich dann weiß, ah, die setze ich dann da und da ein. Zum Beispiel mit Law oder wie der heißt. Das ist ein doppelten Rückwärtssalto. Der war stellenweise von vor. Lei Wulong. Ja, diesen Asiaten. Lädst du ein, Sirax? Ach so, ja. Ich bin mit Lei Wulong echt scheiße. Wo findest du, das ist einer meiner guten Charakter. Dann habe ich noch Paul, mit dem bin ich mittelgut. Manchmal bin ich mit dem Indianer besser dran, es kommt drauf an. Indianer? Ja, ich habe ihn immer Indianer genannt. Wer ist ein Indianer? Eddie? Meinst du den? Nein, mit Eddie war ich eine kurze Zeit auch mal gut. Und danach war ich nicht mehr gut, ich weiß nicht mal weswegen. Nee, auch so ein Stadtkämpfer, Tekken 3 ist er erschienen. Oh, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Auf jeden Fall hat er auch so einen indianischen Look. Ja, ich habe ihn immer für... Er hatte ein bisschen indianischen Look, ja. Wolf, du musst online gehen ins Team. Richtig dich einladen. Ich vergesse es jedes Mal, ich bin noch... Ja, hast du dir doch alle. Ja, weil ich zocke immer Age of Empires und das zocke ich in meinen Offline-Modus. Wo ist denn Steam nochmal da? Und ich hab schon mit Baden gerochen, Serax, was du unbedingt willst, dass ich streame. Du meinst Quake? Ja, Quake auch, aber ich rede von den anderen. Von den anderen. Du? Weißt schon. Nee, das andere. Von. Systeminfluenz. Ja, mach hin. Von. Wer meint das folgende Spiel von letzten, Serax? Hm? Ja. Was du dir gekauft hattest. Ach so! Den Touch-Simulator. Den Schnappchen. Ja! Oh, ich glaube, da muss ich dann dabei sein. Mit Jin, Eddie, Lin, Hawang, wen gab's denn da noch alles? Charakterliste. Es war auf jeden Fall der. Es war ein Kerl. Und sein Schlachtfeld war quasi so ein Platz in der Stadt. Crow. Also nicht Paul, sondern... Meinst du jetzt Tiger Jackson? Nee, oder? Nee, kein Tiger. Moment, du tust den Tekken 3. Brian Fury, Crow, Dr. Bosganovich, Eddie Goddard, beziehungsweise Crow kann es Tiger sein. Jackson. Wer? Könnte Crow sein. Ja, den kenne ich nicht. Warte mal, ich google kurz mal. Ich muss hier Steam mal schließen, dann muss ich das hier annehmen. Tekken 3? Ja, ich weiß, dass er mich angeladen hat. Wie nimmt man das an? All Characters? Oh, ich habe den noch nicht angeladen. Ah, jetzt bist du online. So. Tekken 3, All Characters. Das ist der so komisch schaut. Das ist in der Charakterauswahl oben rechts der zweite. Moment, Charakterauswahl. Rechts zu diesem. Rechts zu King. Lay, genau, Lay. Mit Lay konnte ich einigermaßen gut kämpfen. Tekken 3. Moment, rechts von Lay. Das ist Jin. Nein, rechts von King. Lay, also, meine ich. Lei Wulong. Ja. Ja, das ist der, mit dem ich nichts kann. Mit dem kann ich ab und zu mal was. Die Fischfrau, so nenne ich sie, die rechts von Yoshimitsu, die Nina. Mit der habe ich was manchmal drauf. Moment, von links oben nach rechts unten sind es Forest Law, Ancient Orwell, Kuma, Mokuchin, Julia Chang. Ich würde mal schauen. Wer ist denn das da oben? Den kenne ich nicht. Das ist wahrscheinlich Crow.
Hall Phoenix, Lin Xiaoyu, Yoshimitsu, Nina Williams, Heihachi Mishima, King, Lei Wulong, Jin Kazama, Hao Wang, Dr. Boskonowitsch, Brian Fury, diesen komischen Molch kenne ich nicht. Der könnte Jack, glaube ich, sein. Dann Anna Williams und Eddie Gordo. Der komische Molch, hat er rote Augen? Nee, dieser gelbe Molch da. Gelbe Molch. Keine Ahnung, was das für ein Vieh sein soll. Ist das recht zu der Indianerin? Welche Indianerin? Hier gibt's keine Indianerin. Achso, doch, doch, den kenne ich auch nicht, aber ich würde mal schätzen, dass es Crow. Where the fuck is Gon? Ja, Gon habe ich auch nicht freigeschaltet. Da Gon? Vielleicht ist das der Gon, keine Ahnung. Gorgonzola. Mach das hier mal weg. Bin ich schon im Spiel drin? Ja. Ich könnte eigentlich schon den Stream starten. Wieso nicht? Weißt du, was ich starten? Jetzt kann ich den Stream starten. Stream startet. Auf jeden Fall muss ich sagen, die Endbosse in Tekken 3 waren immer für mich eigentlich ein Klacks. Also auf der Xbox ist scheiße schwer. Tekken 3? Nee, Assassin auf der Xbox ist scheiße schwer. Die grünen Typen? Nee, das ist auch okay. Nee, auf der Endboss. Auf der PSP ist er Lacher. Und selbst da hat er mich schon oft genug platt gemacht. Boah, habt ihr ein hohes Level. Ja, das ist auch der In-Shame-Mode. Lol. Oh, mein Ellbogen. Scheiße. Oh, tut das weh. Das ist bescheuert. Es ist ein neuer Doom-Mod vorgestellt worden. Hells Shots Golf. Es gibt einen Doom-Mod. Hast du gerade Golf gesagt? Ja, Golf in Doom. Spielt man damit Köpfen? Also die Vorschau sieht so aus, wie so ein Kekko-Dieb, der gleich ins Loch rein geschlagen wird. Auf so einer grünen Wiese. Hat der Icarus vorgestellt? Ja. Okay. Ich glaube, da habe ich nachher was mehr anzusehen. Hast du nicht einen höheren Charakter, Wolf? Nee, ich hab nur den. Du brauchst nämlich wie wir diesen Schädel. Welchen Schädel? Wo? Achso, da oben. Ja. Den habe ich nicht. Ja, den brauchst du, damit wir den Hardmode können. Und wie kriegt man den? Pass mal auf, ich geh doch mal raus, ich lade dich gleich noch mal ein, geh mal aus dem Multiplayer aus, geh mal in den Singleplayer und schau mal, wie weit du bist. Schau einfach mal auf der Karte, wie weit du bist, dann können wir danach gehen. Was muss ich da nehmen? Und nimmst am besten dein rosa, gehst auf... Nee, muss ich Castle Crashers oder Verschwindende Barbar? Castle Crashers natürlich. Und jedes Mal ist meine Maus im Bild. Und automatisch im Bild. Was passiert? Ich bin. Wo bin ich denn? Beim gefluteten Tempel. Nicht weiter? Nee. Okay, da wissen wir, wo wir angefangen haben. Dann machen wir da weiter. Dann gehst du doch mal aus dem Singleplayer-Modus raus und dann lade ich dich wieder ein. Das wollte ich halt kurz wissen. Ich bin hier weg. Ah, auf X. Nee, nicht auf X. Ah. Auf B. Oh. E. E.
B, C, E. Das sieht man nicht. Und selbst wenn dann, egal. Jedes Mal die Kackmaus im Bild. Das trägt mich auf. Nein, will ich nicht. Der Text muss noch bestätigen. Ja. Nee, ich stelle auch gerade alles ein, dass ich hier auch alles sehe. Dass ich eure beiden Livestreams im Blick habe. So, wir machen da. Wir machen da weiter, wo Wolf aufgehört hat. Ich habe mir schon gedacht, das hier wird jetzt das neue Worms, oder wie? Also eine Worms-Runde wäre auch mal wieder geil. Auf jeden Fall. So. Wie bedient man das nochmal? Da du Level 29 gerade bist, wirst du ziemlich auf die Fresse bekommen. Was hast du da denn für ein Vieh? Ist das das Feuerspucker-Tierchen? Ja, das kann Feuer spucken. Bucky muss sich erstmal einblasen. Ach, lass mich nur an. Ich mache alle. Ja, das denkt man mir irgendwie extrem. Ja, aber warum ruckelt die Scheiße? Ist mir auch gerade aufgefallen. Liegt bestimmt bei mir. Ich bin zu underleveled. Oh, ich mach 1 Schaden, geil. Weißt du, dass ich nicht den allerstärksten Angriff habe, aber trotzdem. Boah. Ich kick ihn weg. Was machst du da hinten? Pfeilhagel. Ja. Dadurch, dass es ruckelt, habe ich aber eine inkonsistente Feuerrate. Das ist nicht so gut. Hilfe! Ich werde von Fröschen verfolgt oder was auch immer das sind. Warum hast du ein Level-Up und ich nicht? Weil er schon kurz davor war. Aber mein Regenbogen ist trotzdem nicht. So, jetzt gibt's gebratene Fisch hier. Ich helfe dir mit Regenbogenkraft. Ich bin wirklich halt ein Powerpuff Girl oder so. Was ist das für ein Zeug unter dir? Die Sprungfeder ist dasselbe wie das. Deins habe ich schon. Wie ändert man das nochmal? Noch nicht triggern, Schmacki? Einfach drüber laufen. Nee, diesen Bogen will ich nicht. Ach so. Ja, das hindert man das nochmal. Ja, ich habe das halt auf E. Nein, nicht auf E, sondern auf Pum. Ah, L. Ja, stimmt, ihr zockt ja beide. Ich hab keinen Trank. Das könnte spaßig werden. Ihr werdet mich oft wiederbeleben müssen. Ja gut, wir sind ein bisschen höher. Ich bin mal zur Schmiede nach dem Level Xerax. Ja. Meine Waffe auswechseln. Oh, oh, nicht ihm geb. Ich kaum Schaden verbreiten. Langsam. Hä? Ich könnte mir neue Waffen dann wieder leisten. Achso, ja, du hast irgendwie so ein komisches Schwert. Ich glaube, das hätte dir gebraucht. Nehmt euch! Muss ich euch doch veräppeln? Könnt ihr selber machen. Vielleicht lösen wir wieder so einen geilen Glitch aus. Ja, bitte lass das keine Hate Speech wieder jetzt, dass ich den auch machen. Ja, da ist ein Giftbolz. Ach, aber was sind das für fucking
Quail Drops. Ich weiß nicht, Glitch aus dem Best of Serax. Wahrscheinlich vom letzten Jahr noch. Ja. Das ist gar nicht mal so lange her. Nicht weg. Weg! Oh. Habt ihr auch so Lags? Na, jetzt nicht mehr. Interessanterweise ja. Oder geht eigentlich? Ich nicht so. Ich nicht so. Ja. Ich wollte schon ausweichen, weil ich dachte, was macht ihr da? Guckt nur meinen Loser-Pfeil. Warum schießt der Rex so schnell? Ich versuche meinen Rhythmus wieder zu bekommen. Aber durch die Lags ist es. Ich hab Gegner hier. Oh, Blaseball. Zum Singleplayer konnte ich besser spielen. An. Ich schmeiß mit Puppen um mich. Oh, das kann ich nicht lachen. Mich aus der Gefahrensituation retten. Oh! Geld! Köpft ihn, jawohl! Soll ich da 4000 Goldstücke kosten? Ja, passiert beim Farmen. Ist denn eine Bank überfallen? Das vielleicht auch. Auf dich zu kämen, komm her und kämpfe. Warum hat komm her, du Stück! Hintern? Warum hat die einen Hintern? Das ist eine Schlange. Hat deine Schlange kein Hintern? Nein, was wäre denn das dann? Das wäre total eklig. Ich glaube, sie hat noch eine Waffe. Ja. Nee, nee. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich stehe nicht so auf Schlangenfrauen. Auf Laminas. Nee, Lami. Lamia hieß sie. Schlangenfrau. Boah, ich werde vergiftet. Oder ange. Kropf eine Waffe! Ich glaube, die möchtest du haben. Yep. Ich glaube, ich habe eine Schrottwaffe. Mann, ich weich die ganze Zeit den Pfeilen aus, weil ich dachte, sie ballert die Pfeilen. Yes! Level up! Warum ihr und nicht ich? Das ist nicht fair. Weil du öfter treffen musst. Du bekommst pro Hit Level. XP. Ich weiß. Aber irgendwie treffe ich nicht so wirklich. Oh ja, ich klebe an deinem Arsch, Süße. Oh, sie ist tot. Zerschlag sie! Ah ja, ich kann draufhauen. Nimm die Waffe, Wolf. Was macht die? Geh weg, ich möchte, dass wir unsere XP sehen. So, jetzt kann ich endlich mal auf Stärke machen. Alles voll hier. Und ich nicht. Ich will. Ach so, ja, wir müssen zurück.
Wo waren das nochmal? Hier, glaube ich. Yep. Wo war meine alte Waffe? Hier war deine alte Waffe. Ja, genau. Der Lolli. Nee, meine alte Waffe sah anders aus. Was das geil ist. Das ist der Bannerhammer vom Drachenlord. Das war meine alte Waffe, genau. Und wo sehe ich, was meine jetzige Waffe macht? Die müsste, glaub, weiter drüben sein. Ich glaube, die ist viel weiter zurück. Die haben wir irgendwo übersehen. Hier. In Kerzenleuchtanger. Glaube ich, oder? Warte mal. Ja, das ist die. Aber die Kettensäge haben wir noch nicht. Hier willst du ja haben, Cerax. Kettensäge? Uff. Ja gut, hätte ich mehr Tanky eingeschafft. Die hier ist ja eigentlich auch nicht schlecht und die Kettensäge ist halt nur Level 30, aber gut, macht halt... Stecker? Die eine macht halt Säureschaden. Nach und nach, die macht halt auch Kritiker. Dafür habe ich 5 mehr Rüstung. Aber hier habe ich halt 5 mehr Geschwindigkeit und 3 mehr Zauber. Oh. Es wird getased. Eigentlich sieht das total cool aus mit dem Taser. Kämpft auch mit dem Fisch. Was, der Fisch macht Blitzschaden? Warum? Offenbar ist das halt ein Zitteraal. Zitteraal sieht ganz anders aus. Keine Ahnung, in dem Spiel offenbar nicht. Was gibt es denn noch für... Was gibt es denn noch für elektrische Fische? Cerax, bitte, die waren alle mit Pen gezeichnet. Kugel. Außer deinen Zipferli. Das sind mit Paint modellierte Waffen, Cerax. Ich weiß. Wollt ihr euch noch ein anderes Haustierchen holen? Nee, ich bleib bei meinen Giraffentierchen. Passt schon. Dazu. Warte mal, ich möchte mir ein anderes Haustier holen, sehe ich gerade. Und ich möchte das Schmacki und hätte endlich den ersten Teil von Sailor Moon machen. Ich will nicht wieder totlachen können. So wie gestern. Der macht den Moon? Das... Wen hätte warum habt ihr so viele Viecher? Lol. Hätte dieser Köttel, der soll mal seinen Arsch her schwimmen. Ich will was zu lachen haben. Ich meine, ich hätte ihn schon ein paar Mal gefragt. Wen? Was? Hedy. Für dieses Spiel? Sailor Moon. Ach so. Ich will nicht totlachen können. Was machen denn eure ganzen Viecher? Der macht Gift, oder? Nicht der Feuer, der ist klar, was der macht. Sammelt Gegenstände mit der Zunge auf, das ist ja langweilig. Ja, muss nicht unbedingt. Aber kann nervig sein. So, der alten Schabracke haben wir es gegeben. Jetzt müssen wir unseren Vollmond zeigen. Level up, endlich! Hier, schmecket mein Schwert, meine mächtige Klinge, das reinste Kruppstahl. Krummstahl bei dir, aua. 10 Schaden, ach, wie schmerzhaft. Hau ab von mir. Auf 19 Schaden. Oh, er nimmt mich, Hilfe! Meine kleinen Hanselmännchen. Wir penetrieren den schon. Down ist er.
Ich dachte, ich sterbe jetzt. So wie jetzt zum Beispiel. Deswegen solltest du sterben, wenn du noch full life bist. Weil da ein Riesenfelsbrock kommt und ich bin nicht Indiana Jones. Du bist nicht Indiana Jones. Der Indiana Jones, das mit solchen Felsen ist er One-Hit. Aber du nicht. Weil du nicht Indiana Jones bist. Okay. Mach keinen Schaden. Der ignoriert mich, der Dicke. Bist hier der Castle Crusher Love Boy. Lovey Boy. Ja, Castle Crashers praktisch. Der Castle Crashers. Es gibt hier auch so nebenbei. Da ist was drin. Ist eine Waffe drin. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ein Eis wird nicht drin sein, wobei vielleicht kann man hier auch mit einem Eis kämpfen. Uff, weiß ich nicht. Also ich finde diese Passage hier schwerer als die ganze Eispassage zusammen. Schmack. Also mein Rainbow Dash. Das liegt nämlich daran, dass diese Ritterfuzzis unheimlich schwere Rüstungen tragen und du sie nicht hochwirbeln kannst. Die Eisarschlöcher kannst du aber hochwirbeln. Die sind unbesiegbar. Der Ball hat Pfeile und ich Regenbogen. Warte, ich helfe dir. Eigentlich eine voll geile Kombi, warum machen wir es nicht öfter? Guck, wie sie bleiben. Warum schießt auf einmal. Weil ich sie brennen sehen wollte. Halten die so viel aus? Weil die gepanzert sind, wie es sagt. Seit wann hilft Panzer gegen Regenbogen? Alter! Penetrated! Was ist das? Wie geht's? Eine 0815 Waffe. Schmacki! Du hast einen Pilz in deinem Schambereich, musst du wegmachen. Eins. Oh, das Arschloch ist. Ich komme zu Serax, da bin ich sicherer als unten bei Schmacki. Nicht so gut, Schmacki, aber. Die gehen alle auf dich los und Serax ist so ein geiler Distanzkämpfer, kann ich mich hinter ihm verstecken und feige sein. Alles nur Hate Speech. Feigling! Boah. Der hat einer einen Pfeil in die Hosen geschossen. Mann, warum ich? Ich will nicht sterben. Oh, ich wurde getroffen. Schmacki da unten eigentlich. Warum kommt er nicht zu uns? Ist doch viel sicherer. Boah, der steht voll blöd hier. Ich bin auf der Leiter, ich kletter mit euch. Oh, Panzerbrecher, Panzerknacker. Ich mach dem null Schaden, ja super. Ha, gestohlen! Mein Kill! Wo rennt ihr so schnell? Ich bin arsch langsam. Renn schneller! Bin schon wieder bei Schmacki. Nicht zu sehr, da bin ich sicherer. Sorry, Schmacki. Boing, boing, boing. Schade, dass sie nicht so hoch fliegen durch ihre dumme Rüstung. Ab nach. Ab nach.
Ja, dieses Gebiet ist viel leichter, finde ich. Ab zum Gratis-Absturz von Force. War das schon in der Eisgegend? Ich glaube nicht. Also in Gratis. Von mir, ihr Eskimos. Maki hat vor kurzem ein Gradius-Game durchgezockt. Ohne Save-State. Natürlich No-Death, oder? No-Death, oder? Nee. Das ist, also No-Death ist... gut, kannst du auch hinkriegen. Aber erfordert mehr Übung als Blind. Viel. Also Blind, dann... Das hatte auch seinen Zweck, aber na gut, das kannst du sowieso entdecken, was der Zweck davon war. Von Gradius? Ja, ich denke, das kannst du ruhig verraten, oder? TOF? Ja. Ja, da wollte... Eigentlich ist es ein Anzocken gewesen, aber Schmackig hat das da... War dann doch so weit, wo ich dir gesagt habe, du hast es jetzt fast geschafft. Na, hat das dann zu Ende gebracht. Ja, das Präsentationszweck. Welches? Das Reihe? Ja, das ist, muss man aber auch sagen, relativ leichter Teil der Gradius-Reihe. Ich wollte gerade sagen, ich wette, das ist scheiße einfach. Nee, es ist nicht scheiße einfach, aber es ist vergleichsweise ein einfacher Teil. Es ist sogar der leichteste Teil meines Erachtens. Und sieht sehr schön aus. Danach käme der Gameboy-Teil und dann käme halt der erste. Und der erste ist halt, hat halt kein Continuo. Aber der ist halt von den Passagen her auch. Dann käme der zweite, dann der dritte. In meinem Ranking. Und dann wird es bei Top oder Flop Tekken Tag Tournament 2 geben. Und da freue ich mich schon drauf. Okay. Dann käme Gradius Arcade 3 und Gradius Arcade 1. So, Gradius 1 und Gradius 3 Arcade Version. Die sind übel. Weil sie keine Continues haben? Nein! Weil du 20 Kanonen auf einer Stelle hast, die alle auf dich schießen. Zum Beispiel. Ich sehe nichts! Ja! LOL, ich hebe ab! Ich würde gerne da mal das Force Imperium versenken. Das wäre lustig. Junge! Dann wirft der Kotzpunkt einfach einen Schneeball auf mich. Es ist in den Niederlanden verboten. Gut, dass er keine Kotzbälle auf dich wirft. Ich glaube, es war Niederlande. So, Niederlande? Irgendwo ist Schneeballwerfen verboten. Auf Schulen, auf Pausenhöfen. Nee, in dem Land ist es offiziell verboten. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Niederlande waren. Da wirst du verhaftet, wenn du Schneeball wirst. Das ist eigentlich auf Pausenhöfen der größte Schwachsinn ist. Das ist verboten. Ja, dann bewerfe ich erstmal den Regierungstypi mit Schneebällen dafür, dass er das. Nee, ich kann dir auch ganz genau sagen, warum. Nämlich irgendwann mal hat ein Kind einen Stein in dem Schneeball geworfen. Ach, das Übliche! Als Kind geworfen. Weißt du, was schlimmer ist als ein Stein? Schneeball? Der ist tot. Ein Schneeball voll in, Schneeball voll ins Auge zu bekommen. Du weißt doch, ein Schneeball, wenn das irgendwie so ein ganz besonderer Pappschnee ist, also nicht irgendein Pappschnee, sondern wirklich ein besonderer, da kann man den so komprimieren, dass das zum Eisball wird. Den habe ich mal an die Augenbraue geworfen bekommen. Volle Kanne. Ich glaube, der Typ leidet so ein bisschen, kann das sein? Und so eine friedliche Toho-Musik im Hintergrund, während der Typ hier gerade totale Höllenqualen leidet. Das ist Toho-Musik? Ich dachte, das wäre Castle Crashers Musik. Nee, machen wir weiter, so farmen wir. So leveln wir. Ich hab Toho-Musik hier am Laufen. Ach so.
Mittlerweile weiß ich auch total, wer die Entwickler von den Musikstücken sind. Ja, Schmacki macht ja auch Twitch und nicht auf YouTube. Das ist ja was ganz anderes. Ja, am Ende kommen sie ja quasi auf YouTube hoch. Noch zumindest. Ja, daran. Noch? Ja, das Ganze geht jetzt noch 2 Monate. Bis ich wieder auf YouTube darf. Immer noch 2 Monate. Bist du so gestraft mit dem Scheißdreck? Was? Bist du gestrikt worden von was? Ja, wegen so einem dummen Fehler von YouTube. Ich habe mir das. Fehler, oder? Ich habe mir das mit Spacki gemeinsam angesehen. Ich konnte nicht erkennen. War das nicht so, dass wir uns das angesehen haben? Ich glaube, ich hatte es entfernt, das Video. Achso, ja. Also ich hätte es einfach re-uploaded, wenn ich nichts erkannt hätte. Und ich hätte Einspruch gegeben. Mich wundert, dass ich von Super Mario 3D World nicht mal irgendwelche urheberrechtlichen Hinweise bekomme. Ja. Ich habe sogar von Shadow Warrior urheberrechtliche Hinweise bei Remixe im Hintergrund laufen, aber nicht von mir, sondern vom Spiel offenbar. Zur Minimalversion von Metal Bands zum Beispiel. Alter, das ist bestimmt schon 10-mal gestorben. Ich habe mir vorgenommen, ich werde, wenn es irgendwie möglich ist, so viel wie möglich von Tekken-Spielen zeigen. Also sprich auch, wenn ich irgendwann mal Tekken 2 und 3 haben sollte. Okay. 3 ist ein sehr guter Teil, muss ich sagen. Ja, meine bisherigen Lieblingsteile sind von 5 aufwärts. 5 ist geil, 6 ist geil, Tag Tournament 2 ist geil. Bisher ist der dritte mein Lieblings. 4 ist zwar auch gut, aber es ist ein bisschen langsam, kommt mir vor. 4? Ja. Okay, er ist leider von uns gegangen. Weiß ich jedenfalls jetzt schon, dass nach Joker werde ich glaube ich Banjo vermissen. Weil Banjo besser ist. Ja, das finde ich mittlerweile. Ich dachte, Mars Banjo das irgendwie nicht. Nee, also so krass ist es bei Spacki nicht. Es ist nur nicht sein Lieblings 3D-Plattformer. Wie mag es Herr, wie war das? Herr mag es nicht oder kann es nicht? Es hat ein paar Kritikpunkte, die ich am Ende aussetzen werde am Spiel. Was, Yoka oder Banjo? Yoka. Beides wahrscheinlich. Banjo hat ja Kritikpunkte kassiert, aber ich glaube, Spacki hat das jetzt nicht als schlechtes Spiel betitelt. Um Gottes Willen, eines. Banjo ist ein tolles Spiel. Auch wenn ich mit den Quiz-Teils ziemlich Probleme habe wegen der Markerei. Es ist trotzdem ein tolles Spiel. Yoka hat ja auch diese Quiz. So. Ich finde es schade, dass ich kann mir nicht so viel merken. Prügelt die Robbe! Nee, ich will keine Robbe prügeln, hör auf! Doch, da bringt mir Schuh zu Beinen! Nein! Lass ihn ruhig, ist das nicht. Stirb! Ich finde es schade, dass es im Banjo-Kazooie mindestens ein Puzzleteil gibt, das ich eventuell nicht auf Anhieb ohne Tod schaffen könnte. Warum ist das schlimm? Weil ich sonst 100% No Death Run gemacht hätte. Weswegen ist das so? Naja, stell dir mal vor, ich zock da schon 4 Stunden oder so und dann sterbe ich. Kannst du dir vorstellen, wie groß der Rage Mode dann ist? Ja, du musst halt die Stelle trainieren, dann machst du halt. Versuchst du das halt so oft wie möglich zu üben. Ich meine, jetzt bei Spyro gibt's auch sowas, wo es manchmal ein bisschen kritisch wird.
kritisch werden kann. Und ich schaffe es Balro Notdash. Schmacki, du kennst ja von Rusty Bucket Bay, wo dieses Puzzleteil hinter den beiden Schrauben ist. Hinter den Schiffsturbinen. Ach, das, ja, das kenne ich, ja, genau. Ja, die sind Instant Kill, die beiden. Ich weiß. Was ist das? Ulf! Sammel's ein. Achso, dann hast du es schon. Oh, noch. Da liegt eine Salami. Und einen roten Knopf. Ui! Ich komm nicht hinterher. Ja, Lahmarsch hier. Moment, ich kämpf die beiden mal raus. Ah, Prinzessin, komm her! Jetzt kann ich nicht. Nee, ist noch eine Waffe hinten im Regal. Ja, ist es. Lass mal mich ran, lass mal Papa ran. Mit deinem kleinen Bällchen. Oh. Was soll die Maus wieder mit einem Bild verpacken? Oh fuck, warum laggt die Scheiße hier? Bei mir jetzt auch. Ich glaube, das ist, weil ich kurz mal aus dem Spiel rausgegangen bin und es geguckt habe. Vielleicht ist. Jetzt läuft's wieder. Jetzt läuft's nicht mehr. Ja, heute muckt's irgendwie rum. Er schießt zweimal? Da! Was? WTF? Ein Schild. Alter! Spiel! Das Jax wird alles. Eigentlich muss ich nur hinten bleiben. Aua. Super. Ja, schon ein bisschen irritierend, die Spieler. Aber wir haben es ja geschafft. Ein bisschen sachter. Sehr irritierend. Ich muss Jax halten den Ausgang frei. Schade. Alter, immer diese Frame-Drops. So, danach müssen wir kurz mal nochmal rausgehen. Das kann so nicht weitergehen. Guckst du eigentlich X3 von der Soma an? Guck's mir an, ich hab da jetzt mal reingeschaut, ich weiß, dass Xi dabei ist mit Osama. An einem Stück, ich sehe, ja. Das ist echt lustig. Oh. Ist hier nicht klar. Warum lacht er uns aus? Weil er es kann. Wisst ihr, was ich heute gesehen habe? Mir ist ein Auto entgegengefahren gekommen, das original ausgesehen hat, von der farblichen Abstimmung her. Was? Ich habe jetzt nichts verstanden, weil du ein bisschen abgehakt warst. Dann könnt ihr da draußen aufhören zu wüten, ne? Den ganzen Tag gibt's schon dieses scheiß Gewüte. Ja, jetzt hört man's noch lauter. Achso, Arbeiter. Beziehungsweise arbeitende Leute. Sack. CPU-Auslastung, irgendwas stimmt. Liegt nicht an meinem Internet, weil es ist gestern schon ein paar Mal ausgefallen, wo ich mich aufgeregt habe. Boah, ich kann gar nicht richtig steuern.
Das ist jetzt gleich hardcore. Ah! Mhm. Ah! Vergewaltigung! Den eins. Ich bekomme dann die Frau, ich habe das sowieso am Ende. Ich habe wieder das Glück, fast tot zu sein. Nein, ich habe ihn doch gekillt. Ah, sein Penis friert ein. Ja, so ein Gesicht würde ich auch machen, wenn der Penis ein. Eigentlich kann der einem leid tun, der Typ. Oh, diese Legs, Alter! Oh, fremd. Ja, das ist heute echt extrem irgendwie. Ey, what the fuck? Ey, das Vieh. Ich will die Frau. Ihr seid eh so hoch vom Level her, aber ich kill. Ja, weil ich sowieso am Arsch war. Lass mich noch. Da brauche ich es gar nicht versuchen. Ja, das ist ein besseres Level als ich. Du hast mir live. Ja, Mimi! Sag mal, normalerweise läuft das scheiß Internet so flüssig und heute in einem Deutschland, wo wir gut und gerne leben, Stützmerkel, funktioniert dein scheiß Internet nicht! Du crashst das. Das ist irgendwie komisch. Was nur ein. 100 Jahre bis ich dich. Mach dir nur einen Schaden. Oh ja, der macht schön Kritiker, wenn er Schwacki trifft. Oh, ich werde die Frau nicht bekommen. Das tut richtig weh mit dem Critical. Was mit Ruhe, da? Ist mein. Please ping. Ah, nicht wahr. Also ohne Legs und mit relativ genauso viel Life wie Schmacki kann ich es mit Schmacki aufnehmen. Oh! Weg! Nein! Das war ein Critical. Ich will die Frau! Du kriegst was anderes als eine Frau. Du kriegst eine Gelage. Du Unfairer! Wenn Schmacki mit dir fertig ist, bist du auch keine Jungfrau mehr. komm schon, Schmacki hat kaum Leid. Oh. Ah. Wie die Leiste von Wolf gleich leidet. Denk da! Das ist mein. Da! Attacke! Das muss aber aufpassen, Schmacki. Gut, gerade mal. Hat's doch geschafft. Komm her, Schätzchen. Küss mich. Ich hab's mir verdient. Jetzt hab ich schon zwei Bräute abgesahnt. Vorsicht, Wolf hat Herpes. Gar nicht. Ich habe keine Geschlechtskrankheit. Dafür habe ich mehr XP als ihr. Ich bin mehr als Schmacki. So, ich bin dafür, dass wir jetzt kurz mal Multiplayer rausgehen und mal reingehen. Ja, das geht ja gar nicht so. Bisschen. Ich starte mal das Spiel neu. Das sollten wir vielleicht alle mal.
Ahnung, hohe CPU-Auslastung. Hohe CPU-Auslastung bei dir? Ja, die ganze Zeit schon. Hast du irgendwelche... wie heißt es denn? Internet heute einfach. Hast du irgendwelche Scheiße, Prozesse im Hintergrund? So. Wolf, hast du irgendwelche Prozesse im Hintergrund? Ah, Balken bei OBS. Boah, bist du abgehakt, Alter. Ja, jetzt ist der Balken wieder grün. Kann ich auch mal Discord, wie es bei mir aussieht. Aber bei mir ist grün. Oh, oh, Warnung, hohe CPU, mal wieder. Es ploppt die ganze Zeit immer mal wieder auf. Ja, vielleicht solltest du mal in den Task Manager gehen. Vielleicht ist deine CPU-Auslastung auf 100%. Kannst du ein paar Prozesse schließen. Was ein Discord. Kannst du zum Beispiel Discord tatsächlich kannst du schließen? Auf, also nicht aus dem Call gehen, sondern schließen. Das geht. Du kannst den Browser schließen. Dann sweepst du auch noch. Spielst du sowieso im Vollbild. Halt so, so ziemlich viele unnötigen Prozesse wie möglich. Also ich hab's dir wieder offen. Ich habe das Spiel auch offen. Okay, ich bin auch wieder im Spiel. Irgendjemand fehlt. Also ich weiß nicht, weswegen du so abgehakt bist, aber ich glaube, Wolf, das liegt bei dir. Ja. Offene Frame 25. Oh ja, das ist geil. Gerne abgehakt. Man versteht dich ganz schlecht, Wolf. Heute funktioniert es gar nicht. Das habe ich jetzt wirklich wieder gut verstanden. Ah, endlich habe ich wieder 30 FPS. Hm, man sieht es auch. Zwei Balken. Hm. Ich glaube, das richtet sich auch. Ich glaube, das richtet sich. Ein Balken, Alter. Ich glaube, das richtet sich tatsächlich nach dem Schlechtesten. Und so ist dann auch die Spielperformance. Noch mehr. Oh. Ja, ich hoffe mal. Jetzt sind es wieder drei Balken. Mit drei Balken kann ich leben. Hast du Google Chrome nebenbei? Ich höre euch. Nein, ich habe Google Chrome nicht. Okay. Ich habe das offen, was man brauche. OBS. Also, ein bis zwei Striche. Also, ich. Ja, ich. Also. Ich würde halt alles, was unnötig ist, schließen. Das wäre dann zum Beispiel der Web-Browser. Dadurch, dass das Spiel ja sowieso. Hast du es im Vollbild oder im Fenstermodus? Fenstermodus. Kann ich ja kurz mal verschwinden. Bis gleich. Okay. Jetzt mein ziemlich streng Zustand gehen. Es wird immer schlechter hier. Nicht, dass sie die Internetleitung jetzt durchficken.
Wieso? Ist bei dir ein Unwetter oder? Nein, aber wahrscheinlich geht das generell wirklich. Schlimm, mein Ellbogen. Bist du eigentlich arg weit umgezogen oder in die Nähe? Nicht sonderlich weit weg, aber hier ist natürlich dein. Wobei ich glaube, ich wüsste, woran es liegen könnte, aber es bringt nichts, denn wir nicht. Weil nämlich mein. Ja, aber klar. Jetzt sehe ich sie nämlich. Also die beiden Lämpchen links und rechts sind weiß, das mittlere ist rot und das mittlere ist fürs Hinter. Kein Wunder, warum. Scheiß Kabelsalat. Na gut, dann wird das heute sowieso nichts mehr mit Streamen. Ja, dann streamst halt dabei nicht und spielst halt so mit. Na, die Frage ist nur, ob es dann immer noch flüssig läuft. Ich ja, habe in meiner Steckdose, habe ich so einen WLAN-Empfänger, wie das Teil heißt. Wenn dann dem wird eben das Internet bezogen. Umso mehr halt dein Internet beansprucht wird, weil hier wird ja mit Online-Spiel wird ja auch gerade das Internet belastet. Und wenn du dann noch dazu streamst, wird das Internet doppelt belastet. Ich glaube, das ist dann zu viel. Die Kabel nicht alles schon festgeklemmt, wieder umstecken in zu einer anderen Steckdose. Können wir nicht einfach Worms zocken? Worms wäre jetzt eh viel geil. Aber wenn dann bei dir das Internet abbricht, ist halt ganz scheiße. Ja, aber Worms muss ich nicht streamen. Ich auch nicht auf. Auch wenn ich es gerne aufnehme, aber. Also mir wär's egal, tatsächlich. Müssten wir halt damit Spacki reden. Ich würde ja lieber gerne mal wieder den Swim Club machen, aber. Naja. Das Problem ist halt, dass ich unter der Woche gar keine Zeit mehr habe. Also, das ist halt diese Woche noch, wo ich Anführungszeichen frei habe. Und nächste Woche bin ich dann täglich wieder bis morgens bis abends am Lernen. Ich habe dich zwar ganz hart abgehakt, aber ich kann mir vorstellen, was du gesagt hast. Ja, dass ich nächste Woche zum Beispiel Uni wieder habe, da kann ich in der Woche nicht. Kann ich Freitagabends, kann ich Samstag und Sonntags. Und da sind halt schon Streams und Aufnahmen und alles Mögliche. Mhm. Ist halt ziemlich schwer und ich meine, wir planen jetzt auch, wir planen das auch mit Ratchet & Clank 2, versuchen wir gerade einzuplanen am Sonntag. Wenn, dann könnte es am Sonntag noch irgendwo reinpassen. Das Problem wäre dann halt. Ich nicht. Hä? So, ich bin wieder da. Okay. Ich hab gesagt, so auf X will ich. Ja, mag ich, glaube, das Internet ist bei mir einfach scheiße. Weil die Steckdose umverlegt wurde. Und da müsste ich jetzt erstmal wieder alles hin und her bauen. Was ja jetzt schlicht geht, weil die Kabel schon fixiert sind. Ja, das merkt man. Was hältst du davon, wenn wir
Stream ausmache und stattdessen irgendwie, weiß ich nicht, privat Worms oder so. Vielleicht geht das besser. Ja, aber zu dritt ist so. Können wir machen. Durch. Bisschen. Ich war. Also, es wäre halt. Umso mehr wir halt sind, umso besser ist es. Dadurch, dass halt Hattie Undertale spielt. Force sowieso. Mit den anderen. Auch mit Steini. Shiny. Ihr Smash da zocken, sind halt alle meistens beschäftigt. Hm. Und Steve wird, keine Ahnung, können vielleicht aufkreuzen und wären wir zu viert, das wäre dann wieder besser. Also klar, wir könnten es, aber umso mehr wir sind, umso besser wäre es halt. Stimmt. 11 FPS habe ich, geil. Echt geil. 11 FPS. Ja, das ist scheiße, FPS. Alles unter 20 FPS ist scheiße. Normalerweise habe ich verworfene Frames 0. Jetzt habe ich 528. Nee, ich glaube, ich mach Stream aus, weil ansonsten bringt es noch. Trotzdem, danke fürs Zuschauen, Leute. Auch wenn keiner da irgendwie. Ja, tschüss. Ich werde mir auch erstmal schließen. Wieso Schließbuskel? Okay. Dann haut rein. Ciao, ciao. Und auf Wiedersehen.